Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Viele von euch, oder ich denke mal so ziemlich jeder, kennt die Hydra. Und die Hydra ist in letzter Zeit als Waffe, finde ich, oder ist mir persönlich so aufgefallen, sehr in Vergessenheit gekommen. Ich möchte euch eine Heldenzusammenstellung zeigen, wo die Hydra so dermaßen OP wird, dass es eigentlich echt schon krass ist. Ich würde sagen, wir gehen als allererstes mal auf die Hydra, weil ich habe die schon so ein bisschen. Na, ich überlege immer noch, ob ich das wirklich mache oder ob ich das nicht mache. Ich habe die halt auf jeden Fall schon mal so weit zurecht umgeschmiedet oder hingebaut, wie ich sie haben würde wollen für diesen Speck. Und ich gehe auch gleich darauf ein, warum, weshalb und wieso. Ich verzichte komplett auf die kritische Trefferwertung. Meinetwegen können da 0% stehen. Das ist mir relativ egal. Ich werde also so gesehen bei den Aufwertungsmöglichkeiten oder bei den Modifizierungsmöglichkeiten alles auf kritischen Schaden, auf Schaden, naja, auf Nachladegeschwindigkeit oder Rückstoßverminderung, Magazingröße brauche ich absolut gar nicht. Naja, und an der Stelle dann wieder auf Schaden bzw. auf kritischen Schaden gehen und dann natürlich unser Elementar, unser Wahl. Ich würde sagen, wir schauen uns den Helden mal an, weil das macht mega Spaß. Ich spiele den jetzt schon seit mehreren Stunden und werde so ein bisschen geflamed, dass ich doch einfach viel rumstehe, viel nichts mache, in Anführungsstrichen. Sieht immer so aus und dann am Ende sehen sie eigentlich meine Punkte und sagen sich so, oh, der hat ja doch mehr gemacht, als er eigentlich gemacht hat. Okay, wir haben auf der Hydra, das möchte ich nochmal kurz festhalten, Kopfschusskills, lösen eine Explosion aus und machen 30% des Waffenschadens. Also des Waffenschadens, muss man immer wieder zusagen, ist nicht der Kopfschussschaden damit gemeint, sondern der Waffenschaden ist dann leider Gottes der Schaden von der, ja, der Waffe, also der Waffenschaden mit gemeint. Das heißt, es wäre ja natürlich schön, wenn es mit diesen 180.000, nein, die stehen da noch nicht, die werden da gleich stehen, mit den 180.000 Kopfschussschaden werden. Aber es sind nur die 120.000 normalen Schaden. 30% davon bei jedem Kopfschusskill, dann mit, ich werde euch das jetzt schon mal sagen, mit 100% kritischer Trefferwertung bei dem kritischen Schaden. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze ganz in Ruhe an. Als allererstes würde ich sagen, fangen wir bei dem Helden an, den ich benutze, der meiner Meinung nach im Moment der absolut ultra beste Soldat im ganzen Spiel ist. Ich glaube, da kann noch nicht mal mehr die Headhunterin, da kann keiner mehr von diesen alten, etwas guten Helden mithalten. Als allererstes, wir haben den Kriegsschrei. Okay, 90 Sekunden Abklingzeit, das heißt, wenn wir den im richtigen Moment benutzen, pushen wir uns nochmal um 45% Waffenschaden, Schussrate bzw. Nahkampfschaden hoch. Das gilt für die ganze Gruppe. Wir haben die Splittergranate, was natürlich ganz wichtig ist, dass wir eine Splittergranate haben, und wir haben die Schockwelle. Schockwelle und die Splittergranate ist mir sowas von ultra wichtig bei einem Soldaten. Das glaubt ihr gar nicht. Es ist mir persönlich egal, ob ich jetzt den Kriegsschrei, die Doppelpistole oder die Gatling habe, wobei der Kriegsschrei da immer noch die beste Wahl ist. Gehen wir mal zu ihren Vorteilen und schauen uns mal die Vorteile von diesem Held an. Und zwar, wir gucken uns nicht den Standardvorteil an, weil das Standardvorteil ist relativ uninteressant für uns, gerade dadurch, dass wir die Hydra spielen. Und zwar, wir gucken uns natürlich den Kommandovorteil an. Das heißt, nach dem Nachladen haben unsere nächsten 6 Schüsse 100% kritische Trefferchance. In der Hydra sind nur 10 Schüsse in oder 10 Schuss in dem Magazin drin. Naja, dann lade ich halt alle 6 Schüsse nach. Dann habe ich 100% kritische Trefferchance. Ist auf jeden Fall schon mal übertrieben OP. Auf jeden Fall, was das angeht. Ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen restlichen Kram an, was ich noch dabei habe und warum ich den ganzen Kram so dabei habe, wie ich es dabei habe. Wir haben natürlich Zutritt verboten dabei, ist natürlich klar, wir haben Granaten. Ist natürlich klar, wir haben Granaten, die wir werfen können. Dementsprechend sollten wir unser Energiefeld auf den Boden werfen. Was natürlich dementsprechend, naja, einfach nochmal ein guter Passivschaden über die nächsten paar Sekunden ist. Zudem habe ich meinen Granatenschaden erhöht. Ist klar, ich werfe die Granaten nicht nur so ein bisschen, sondern ich werde sie relativ häufig werfen. Ich werde auch meine Schockwelle relativ häufig benutzen, im Gegensatz zu meinem Kriegsschrei, den ich wirklich nur alle 90 Sekunden benutzen kann.
Dementsprechend, wie gesagt, Granaten oder nochmal den Schaden von meinen Granaten gepusht. Zudem habe ich Granateneliminierungsladungen drin. Das heißt, wenn ich 45 Gegner eliminiere, ob ich die jetzt nun mit einem Sturmgewehr eliminiere oder mit einer Granate eliminiere oder mit einer Schockwelle eliminiere, ist dem Spiel so ziemlich egal. Sobald ich 45 Gegner eliminiert habe, bekomme ich eine weitere Granate dazu. Naja, ich werfe Granaten nonstop mit diesem Helden. Nonstop. Als nächstes habe ich natürlich dabei, lass es regnen. Ganz wichtiger Punkt, warum habe ich das mit drin? Okay, wir gehen als allererstes, bevor ich darauf jetzt großartig eingehe, nochmal zurück auf meine 6 Schuss. Habe ich, naja, über 100% Crit sind es nicht, es sind genau 100% kritische Trefferwertung. 6 Schuss. Okay, halten wir das Ganze mal fest. Lass es regnen ist 5-mal stapelbar, das heißt der letzte Schuss, den ich sogar noch mit 100% kritischer Trefferwertung abfeuer, hat auch noch das Lass es regnen drauf. Die ersten 5 Schuss ist natürlich klar, bauen das Ganze natürlich dementsprechend auf. Ist mir natürlich aber, muss man immer dazu sagen, bei 100% kritischer Trefferwertung ist der Schaden dann auch, diese 4%, die dann dauernd hochgehen, minimal. Als nächstes habe ich natürlich, naja, bei Eliminierung von 6 Gegnern, jetzt muss man mal sagen, wenn ich 6 Gegner eliminiert habe mit einer Fernkampfwaffe, löse ich eine weitere Explosion aus. Jetzt müsste ich allerdings zur Hydra zurückgehen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal bei der Hydra an, warum dieser Perk mit dieser Hydra zusammen mit den ganzen anderen Sachen so dermaßen OP ist, bevor wir eigentlich zu dem letzten Helden rübergehen. Gehen wir nochmal zu der Waffe rauf, gehen nochmal auf die Hydra und wie gesagt, die Hydra Kopfschusskills, ne? Also Kopfschusskills lösen einen Effekt aus, dass wir AOE-Schaden an alle Gegner drumherum machen, 30% des Waffenschadens. Wenn ich damit eine Hülle töte und diese eine Hülle tötet oder sprengt mehrere Hüllen in die Luft, naja, dann sind das eliminierte Gegner für mich. Gehen wir zurück zum Helden. Wie gesagt, dann sind das eliminierte Gegner für mich und dementsprechend löst dieser Effekt mit dieser Explosion im Radius von einer Kachel gleich nochmal hinterher aus. Ist einfach eine super coole Explosion. Ich bin gerade nicht am Schießen und vor mir explodierten Hülle. Macht mega Spaß. Als nächstes habe ich natürlich da drin nach dem Nachladen und das ist natürlich ganz wichtig, weil ich werde sehr häufig nachladen. Ich werde so ziemlich nach jedem 6. Schuss werde ich nachladen, bekomme ich nochmal einen Waffenbuff da oder einen Waffenschadenbuff obendrauf, dass ich 15% mehr Schaden, naja, mit meiner Hydra in dem Sinne mache. Würde natürlich beim Waffenwechseln entfernt werden, da ich dann wahrscheinlich aber auch nur eine Hydra bei dieser Konstellation dabei hätte, ist das Ganze relativ egal. Als nächstes habe ich natürlich die Zeitverzerrung dabei, weil, naja, ich habe meine Granaten, ich kann die ganzen Leute da reinholen, Zeitverzerrung, Granate reinwerfen, ich kriege die ganze Zeit durch die Eliminierung weitere Granaten obendrauf, also werfe ich weitere Granaten obendrauf. Wenn ich dann mal schießen muss, habe ich meine Explosion nicht nur auf der Hydra, sondern auch noch passiv mit obendrauf und ich bekomme beim jedem Mal Nachladen 15% Schaden nochmal obendrauf. Zeitverzerrung ist dermaßen OP auf diesem Helden. Dann habe ich natürlich noch den kleinen Schwebe-Roboter oder das Schwebegeschützturm dabei. Ist meiner Meinung nach ein Muss, weil es einfach als Passiv extrem guten Schaden macht. Und man kann einfach diese zwei Dinge aufstellen und mal eine kurze Zeit gar nichts machen, weil diese beiden Dinger natürlich alles töten. Aber bevor ich jetzt irgendwie großartig hier irgendwie rumquatsche und euch irgendwie zeige, welcher Held oder wieso und weshalb und so weiter, würde ich mal sagen, wir hüpfen einfach mal ins Spiel rein und schauen uns das Ganze an, wie das Ganze in-game aussieht, wie dieser Held in-game abgeht und warum das so extrem viel Spaß macht. So, für alle, die bis jetzt noch zuschauen, für die wird es jetzt richtig interessant. Ich habe extra mal eine etwas schwierigere Mission gemacht, damit ich auch ein bisschen was zu tun habe, beziehungsweise damit es nicht so super schnell langweilig wird. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal mit der Hydra erstmal an. Schauen wir uns erstmal den Waffenschaden der Hydra an, beziehungsweise was die Hydra macht. Wir haben immer, wie gesagt, immer noch 10% kritische Trefferchance. Ich habe meinen kritischen Trefferschaden, den ich natürlich um einiges höher perken könnte. Ich könnte auch noch selber noch Schaden rausholen, das heißt mein Schaden würde, mein Kopfschussschaden oder auch mein Waffenschaden würde noch mal, natürlich nochmal nach oben gehen und ich könnte nochmal Energieschaden bzw.
natürlich mein Elementar meiner Wahl nochmal hochmachen. Jetzt werde ich mit dieser Waffe eine einzige Sache machen, und zwar ich werde einen einzigen Schuss feuern, ich werde einmal nachladen und für die nächsten 6 Schuss, die ich jetzt abfeuer, habe ich 100% kritische Trefferwertung. Wenn ihr jetzt den Schaden dieser Waffe sehen werdet, könnt ihr euch, glaube ich, ausmalen, warum ich meine, dass diese Hydra mit diesem Held zusammen mit dem Explosionskopfschuss, Explosionsscheiß, 30% Waffenschaden und den ganzen anderen Helden, Beihelden, den ich dabei habe, so dermaßen OP ist und dass es so dermaßen Spaß macht. Wie gesagt, Granaten, Granatenteppich werfen, unendlich viele Granaten, ob ich jetzt mit der Hydra was kille und damit einen Kopfschuss kill mache und da kommt eine Explosion, oder ich töte einfach nur 6 Gegner und es kommt eine Explosion und ich kriege dadurch eine Granate und kann wieder eine Granate mehr werfen, oder ich mache einfach eine Schockwelle, ist einfach dermaßen so ultra krass und so ultra OP bei diesem Helden, was es einfach mega Spaß macht. Dazu natürlich noch, wie gesagt, die beiden kleinen Roboter oder die kleinen Geschütztürme, die ich rausholen kann. Dazu dann noch die Zeitkrümmung mit den ganzen Granaten, mit der Schockwelle, und muss ich dazu jetzt nochmal ganz kurz zum Ende hin sagen, das werden wir nämlich jetzt auch nochmal machen, noch einmal nachladen, damit wir auf jeden Fall unseren Buff natürlich dementsprechend oder auf jeden Fall drauf haben. 134.000 Kopfschussschaden. Nach dem Nachladen, das muss man immer dazu sagen, direkt nach dem Nachladen habe ich nochmal 15% mehr Waffenschaden. Und wenn ich jetzt noch meinen Kriegsschrei dazu ziehen sollte und mir jetzt meinen Waffenschaden angucke von dieser Waffe, dann könnt ihr euch ausrechnen, warum diese Waffe so dermaßen OP. Also die Hydra mit diesem Held so dermaßen OP ist, vor allem die nächsten 6 Schuss. Und 6 Schuss kriegt ihr innerhalb von 5 Sekunden rausgeballert. Naja, so ziemlich. Bei auf jeden Fall dieser Schussrate. Dann muss man dazu sagen, muss man jetzt auch noch, wie gesagt, das ist so ein wichtiger Punkt, einfach den man einfach wirklich noch dazu sagen muss. Dadurch, dass ich auf Höhen schieße, Kopfschusskills gebe oder so gut wie es geht, versuche Kopfschusskills zu geben, löst natürlich die Hydra aus. Und ich bekomme den Buff weiterhin drauf, wie gesagt, von der Headhunterin, dass ich nochmal 20% mehr Schaden mache. Das heißt, wenn ich nachlade, habe ich erstmal 15% erhöhten Schaden direkt nach dem Nachladen. Dann kriege ich für jeden weiteren Kopfschuss, was genau 5-mal stapelbar ist, nochmal Schaden drauf. Mit dem 6. Schuss mache ich also 20% erhöhten Schaden auf den maximalen, was ich sowieso schon habe. Ja, ist ziemlich krank. Ist einfach ziemlich krank. Es ist so ober-OP und es gibt einfach bis jetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Helden, keine Soldatenklasse Helden gefunden, die mehr Spaß macht, so viel mehr Spaß macht als dieser Held mit dieser Waffe. Die Hydra ist im Moment meine absolut geliebteste Waffe in diesem Spiel und es gibt keine Situation, wo ich bis jetzt die Hydra verflucht habe. Muss ich da ganz ehrlich auch dazu sagen, vor dem Patch, vor 8.0, habe ich die Hydra und auch die wenigsten Leute von euch wahrscheinlich die Hydra überhaupt gespielt, weil die Hydra einfach mit ihrem Schaden so wenig Schaden gemacht hat, beziehungsweise es einfach Waffen gab, die besser waren. Also habe ich natürlich auf die Hydra verzichtet, aber wenn ich jetzt eine Waffe habe, die so dermaßen OP ist und ich benutze halt auch dann nur die Hydra zum größten Teil. Ich benutze auch keine Granaten, obwohl ich ja die Granaten nutzen könnte. Aber wenn es dann ein bisschen stressiger wird, und das ist natürlich gerade auch in Gruppenmissionen, dann sind Granaten wieder OP. Dann hat man nicht nur die Granaten, dann hat man auch noch seine Schockwelle. Dann hat man auch noch die ganzen Doppel- und Dreifach- und Fünffach-Explosionen von der Hydra und von dem ganzen anderen Kram, der noch ausgeht. Absolut krass. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie dieser Held eigentlich ist. Wir haben gerade mal den Kampf gestartet. Und es macht einfach mega Laune. Es macht mega Laune. Ich habe die ganze Zeit irgendwie 80.000 Leben. Ist mir gerade auch mal aufgefallen, dass ich eigentlich die ganze Zeit am Abnippeln bin. Buffen wir uns mal hoch. So, bringen wir die mal alle mit einem Schlag um. So eine große Explosion. Ein paar Granaten rein. Gibt dann wieder eine große Explosion. Weil ich ja wahrscheinlich irgendwo 6 Leute schon getötet habe. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier eine Metallwand hinbauen. Und vielleicht mal 1-2 Granaten vorwerfen. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit irgendwie 6 Leute töte, fliegt sowieso alles die ganze Zeit in die Luft. Ich benutze noch nicht mal großartig meine Gadgets, ich benutze noch nicht mal großartig irgendwelche anderen Sachen. Ich kann das eigentlich rein theoretisch die ganze Zeit mit der Hydra machen. Ich werde immer mal wieder bei irgendwelchen nervigen Mobs, werde ich das mehr oder weniger auch benutzen oder könnte auch meine Granaten benutzen.
Aber durch das Dauertöten und durch diese Massenexplosion und so weiter und so fort ist es einfach mit der Hydra, gerade mit der Hydra, extrem spaßig. Extrem spaßig, man macht extrem viel Damage, wenn nicht dauernd diese Typen dabei wären, die diese Schilder dabei hätten. Aber das ist das kleinste Problem, dann wartet man halt, bis sie ein bisschen näher rankommen und schießt sie alle mit einem Schuss weg. Ich muss ja nur auf einen zielen. Und wenn ich den treffe, sind es immerhin 120 Schaden, 120.000 Schaden, die ich da mache. Mit einer Hydra, die vorher irgendwie, keine Ahnung, 40.000 gemacht hat. Ist natürlich dementsprechend lustig, macht Spaß. So, ich könnte mal wieder ein, zwei Granaten werfen. Ich müsste ja nicht die ganze Zeit hier nur rumschießen, auch wenn das Schießen eigentlich so dermaßen OP ist, dass man eigentlich nichts anderes braucht. Ja, schlag mich mal wegen, komm, das ist ein 264.000er Headshot. Weil ist ja nichts dabei. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Also alle, die bis jetzt noch durchgehalten haben, wirklich Daumen von mir nach oben. Ich würde mich natürlich von einem Daumen von euch nach oben freuen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wie gesagt, diese Heldenzusammenstellung, hier natürlich auch nochmal das Ganze alles schön in der Übersicht verlinkt oder schön nochmal gezeigt, macht extrem Spaß. Baut euch das Ganze zurecht, testet das Ganze für euch aus und glaubt mir, ihr werdet extrem viel Spaß an diesem Helden, an der Hydra und an dieser Konstellation und beziehungsweise Spieleart und Weise haben und finden. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.